Ihr Lieben, ich habe angefixt durch meine letzten Tauschpakete bei Bea's Wax Bakery bestellt. Und das Paket habe ich heute endlich aus der Post befreit. Das war wieder so eine Story für sich. Und ich bin jetzt so gespannt, wie die Düfte riechen, die ich mir bestellt habe. Und ja, ich muss sagen, ich habe noch nie bei Bea bestellt. Ich hatte jetzt immer bloß verschiedene Duftproben sozusagen durch die Tauschpakete. Ich habe immer nur gute Erfahrungen gemacht und dachte mir, Mensch, jetzt musst du da mal ran. Und was ich auf jeden Fall sehr cool fand, dass sie diese Custom Order, dass die sozusagen immer freigeschaltet hat und man nicht auf irgendwelche besonderen Anlässe wartet, bis man sich da mal Düfte zusammenstellen kann. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was Spannendes ausprobiert. Und ich muss auch sagen, den Mailverkehr fand ich echt cool. Also ich habe ihr bis jetzt noch nicht zurückgeschrieben, das mache ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich ausgepackt habe. Aber sie hat immer mir sozusagen zwei liebe Nachrichten geschickt und nicht nur hier, deine Bestellung ist eingegangen und hier ist die Rechnung und Versandbestätigung, sondern da fand ich echt cool. Also da freue ich mich mega, dass ich ihren Shop sozusagen entdeckt habe und werdet ihr das nachher dann auch noch schreiben. Jetzt geht aber erstmal los. So, hier auf jeden Fall sehr, sehr schön und sicher verpackt. Hier haben wir noch eine Karte von ihr. Oh, der, es duftet mir schon entgegen. Und hier haben wir noch eine Gebrauchsanweisung. Das hatte ich ja noch nie für Kerzen. Jo, die meisten Informationen kenne ich schon. Was mir neu war, ist, dass die, die Handmade-Melts erst 2 bis 3 Wochen nach dem Guss sozusagen ihre höchste Duftintensität erreicht haben. Darauf habe ich nie geachtet, das wusste ich auch nicht. Mir ist bloß aufgefallen, dass manche Wachse, also von unterschiedlichen Produzenten, die ich so habe, wenn die so vor 2,5 Jahren ihr Gießdatum hatten, dass die recht oft ein bisschen klosteinig riechen. Also da ist sicherlich dann irgendwann Schluss. Muss ich mal drauf achten. Ich nehme ja an, dass meine Custom Order, dass die auf jeden Fall frisch gegossen ist. Und dann muss die wahrscheinlich noch ein bisschen liegen bleiben. Jo, hier ist meine Rechnung. Oh, ich habe schon was Süßes entdeckt. Ein nimmt 2 Lolli. Die sind sehr lecker. Und ein fettes Tütchen. Ein Dankeschön-Tütchen. Ich glaube, das werde ich zum Schluss aufmachen. Das sind auf jeden Fall viele, viele verschiedene Duftpröbchen, nehme ich an. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt gucken wir erstmal, was ich so bestellt habe und wie das riecht. Wie man es mittlerweile nicht anders von mir erwartet, habe ich mir auf jeden Fall einen Winterduft bestellt. Und zwar Christmas Tree. Die sehen so aus. Habe ich gleich 2 mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall erstmal eine kleine Bestellung gehabt. Ich glaube, 5 verschiedene Düfte habe ich bestellt. Und den habe ich doppelt bestellt, weil er halt herabgesetzt war. Naja, klar, dann im Februar habe ich, glaube ich, bestellt. Ende Februar, Anfang März. Und, oh, das duftet. Ja, das duftet waldig. Sie sehen auf jeden Fall wunderschön aus. Oh ja. Die riechen gut nach Tannenwald. Sind auch Düfte, die bei uns tatsächlich nicht nur in der Weihnachtszeit brennen. Wir hatten letztes Jahr im Sommer, glaube ich, auch Palmpomelo an. Ja, sehr gut. Ein sehr leckerer Baumduft. Ihr wisst, ich komme da schwer dran vorbei. Ich finde auch, er riecht diesem, wo wir, glaube ich, 3 oder 4 Kerzen hätten, den Glade Nutcracker Magical Forest Duft. Ja, der ist ihm wirklich sehr ähnlich. Sehr hübsch und wirklich sehr schön gestaltet. So, jetzt kommen nur noch süße Düfte. Ich greife mal rein. Da. Und zwar Banana Cream Pie. Habe ich 2 solche Kugelhupf Förmchen. Da hatte ich ja von der Jessica, hatte ich, glaube ich, Banana Cream Pie. Und da war ich dann so angefixt, dass ich gesagt habe, Mensch, der ist gerade sozusagen im Standardsortiment, was sich ja sicherlich immer ändert. Oh ja, er duftet mir schon entgegen.
Der hier riecht ein bisschen anders als den ich von der Jessica hatte. Der hier riecht ein bisschen mehr nach dem Banana-Pudding von Cream, von Goose Creek. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich Banana-Cream-Pie von Jessica hatte oder ob das auch irgendein Pudding war. Müsste ich nochmal gucken. Es ist auf jeden Fall ein sehr leckerer, bananiger Geruch. Riecht so ein bisschen wie dieses Kaba-Banane, was ich bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr hatte, aber was man da so in die Milch machen kann. Und dann hat man Bananenmilch. Ja, riecht auch so ein bisschen wie die Bananenmilch aus der Schulzeit. Sehr lecker. Und ich glaube, da kann dann ein so ein Google-Hub in die Duftlampe. Wobei ich es am liebsten am Anfang erstmal zerschneiden würde, sodass ich von diesen, also dass ich sozusagen nicht nur zwei Google-Hubs habe, sondern also sozusagen vier Melts. Muss ich mal gucken. Vielleicht probiere ich mal einen halben aus, wie stark die Duftintensität ist. Und ansonsten kann ich immer noch einen halben reinmachen. Bei uns schneit es heute übrigens. Ist nicht sehr schön, deswegen habe ich zum ersten Mal, ich glaube seit einem Jahr, meine Softbox wieder rausgeholt, damit ich nämlich das Video drehen kann. So, dann habe ich hier noch Pistachio Pudding Cake. Den hatte ich ja auch von der Jessica, habe ich auch schon warm angemacht. Gucken, ob der auch so gut riecht. Ich rieche schon die sahnige Pistazie, also die ist wahnsinnig duftintensiv. Das ist immer so eine Mischung aus, es könnte Pistazie sein, es könnte aber auch Marzipan sein. Oder es ist Marzipan-Pistazie. Ich finde extrem gut. Mein Freund hat sich ein bisschen beschwert, als ich den anhatte, aber das muss mich ja nicht weiter stören. Sehr lecker. Ist auch sehr niedlich. Glitzert so schön. Und hat in der Mitte noch so ein bisschen eine cremige Füllung. Riecht ein bisschen wie Pistazieneis mit Vanillepudding. Ich finde die extrem lecker. Ich hab nur leckere Düfte bestellt. So, zwei habe ich noch. Die sind ganz unten. Ach, die sind sehr schwer. Guckt euch das Ding an. Das ist sozusagen meine eine Custom Order. Sie duftet mir auch schon aus der Tüte entgegen. Und zwar Banana Kiwi. Und das sind so Eulen. Ja, ihr seht schon, also Banane ist gerade der Hit bei mir. Ich zeige euch mal die niedlichen Eulchen. Da. Voll süß. Ja. Riecht auch bananig, aber nicht so creme-bananig, sondern eher nach Gelee-Bananen so. Mit Kiwisirup, den man so manchmal im Eis hat. Ja. Irgendwie habe ich jetzt Lust auf Gelee-Bananen. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Ich denke, da muss ich aber wahrscheinlich zwei Drahts in die Lampe machen. Muss ich mal ausprobieren. Ja. Gelee-Banane mit Kiwi-Topping. Ein sehr schöner Duft. Ich habe übrigens bei, ich glaube, dort stand in der Custom Order, dass man drei Düfte sozusagen mixen konnte. Ich war nicht so experimentierfreudig. Dieses Banane-Kiwi war tatsächlich nur ein vorgegebener Duft. Ich hätte da wahrscheinlich noch Karamell und Rose reinmachen können, aber dafür reicht es dann bei mir sozusagen nicht. Und hier habe ich noch vier Pfötchen, nämlich Strawberry Passion. Ich bin ja auch ein ganz großer Erdbeerduft-Fan. Meine Güte, sind das große Pfötchen. Ach, auch der duftet mir schon extrem entgegen. So sieht es aus, wenn man jetzt hier meine Hand hat. Riesengroß. Oh, geil. Der riecht nach reinen, pürierten Erdbeeren. Ohne irgendwas. Keine Sahne, kein Zucker. Keine Chemie, einfach Erdbeerpüree. Oh, Wahnsinn. Mmh.
bin ich auch froh, dass ich mir da nichts cremig-sahniges mit reingemischt habe. Kann man bestimmt auch super machen. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal ein bisschen mutiger. Aber der Duft ist so genial, den darf man eigentlich gar nicht mixen. Oh, fantastisch. Zumindest für mich als großen Erdbeer-Fan. Ich glaube, der natürlichste Erdbeergeruch, den ich kerzenmäßig nah an der Hand gehabt hatte. Meine Güte, ist der schön. Na, habe ich nur 4 Pfötchen. Also ich meine, gut, ich habe sie. Naja, ich kann die bestimmt dritteln oder vierteln. Ich muss mal ausprobieren, wie viel ich da sozusagen nehmen kann, dass die Duftlampe trotzdem den ganzen Raum durchduftet und ich sehr viel von diesem geilen Erdbeerduft habe. So, das waren die 5 Düfte, die ich bestellt habe. Ich bin extrem zufrieden. Oh, die Post, Paket für die Nachbarn. Ich bin extrem zufrieden. Ich war ja ein bisschen unsicher, was den Bananen-Kiwi-Geruch angeht. Aber bin ich mal gespannt, wenn der warm ist, was da sozusagen mehr durchkommt. Eher die Gelee-Banane oder den Kiwi-Sirup. Sehr cool. So, und jetzt gucke ich mal, was mir hier die Bea alles noch eingepackt hat. Ui! Es sind 6 Duftpröbchen. 6 Stück, total irre. Ich habe hier Morgentau. Schön, schön blau ist. Wahrscheinlich ein schöner, frischer Badduft. Glitzert wieder. Oh ja. Das ist ein sehr schöner, so ein Weichspülerduft. Der kommt sofort ins Bad. Da freut sich auch mein Spatzel. Wenn ich da sozusagen nicht Pistazie ins Bad mache, sondern Morgentau. Yum, 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 yum. So, und dann habe ich hier noch was Gelbes. Mango-Papaya. Da hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich statt Kiwi Banane den in der Custom Order mache. Weil Mango, das kann eine schöne Frühlings- und Sommerduftbombe sein. Oh. Yum, yum, yum. Oh, yum, yum. Oh, der riecht geil. Den brauche ich unbedingt nochmal als Großpackung. Fantastisch. Eine fruchtig-süße Duftbombe. Der ist unfassbar gut. So, und dann haben wir hier noch eine andere Form. Melon Mint. Und zwar sind das hier diese Muscheln. Bei Melone hatte ich auch überlegt, ob ich da mal einen Melonenduft ausprobiere. Das könnte jetzt hier wirklich ein sehr schöner, frischer Sommerduft sein. Oh, also die Pfefferminze, die ist sehr intensiv. Die Melone riecht man eigentlich nicht. Na, so ganz vorsichtig. So ganz vorsichtig im Abgang, aber hauptsächlich ist das diese Mintbonbons. Also das ist wirklich eine richtig extreme Minze. Der darf definitiv auch ins Bad und vielleicht warten wir da tatsächlich bis zu einem sehr heißen Tag. Wobei der sicherlich auch gut in die Weihnachtszeit passt. Aber ich mag das sehr in der heißen Jahreszeit dann so ein bisschen was Frisches anzumachen, wie auch Lemongrass Ginger, da bin ich ein ganz großer Fan. So, 3 habe ich noch. Ich habe hier noch etwas Niedliches, eine kleine Fee, und zwar Clementine and Ice Cream Scoop Bread und Schlagsahne. Ach du Schande! Ich zeig euch erstmal die kleine Fee. So, oh so. So rum. So. Ah ja, es kommt mir schon entgegen. Es riecht auf jeden Fall schon nach Mandarine und so ein bisschen Muffinteig. Oh ja. Ich muss sagen, dieser Mandarinen-Orangengeruch ähnelt sehr dem von Iceflower, den ich letztens in einer
in der Lampe hatte, ist ein sehr schöner orangiger Duft. Also stehe ich total drauf. Und er kommt auch hauptsächlich durch. Es riecht auch tatsächlich so ein bisschen nach Orangeneis. Also sehr, sehr gut. Das Bread würde ich jetzt eher nicht rausriechen so. Also ein kleiner kuchiger Anteil. Cream Scoop Bread ist ja irre. Also hauptsächlich zu 90% ein wunderbarer orangiger Duft. Ja, der ist schön. Ist wirklich dem Orangenduft von Iceflower sehr ähnlich. Den muss ich mal noch parallel mir mal in die Hand nehmen. Und der hat mir auch schon sehr gut gefallen. Also fantastischer Geruch. So, dann haben wir noch Meet Me for Coffee. Das wird sicherlich ein Küchenduft, wenn er so riecht, wie ich denke. Komm her. Das ist so ein bisschen. Das ist so eine Kaffeebohne. Eine geröstete Kaffeebohne. Mit ein bisschen. Mit ein bisschen Karamellsirup. Also es hat noch so ein bisschen. Also zu diesem würzigen. Zu dem würzigen Kaffee ist da irgendwie noch so eine leicht süße Unternote. Also entweder so ein bisschen Karamellsirup oder vielleicht Haselnusssirup. Also so eine leicht süße Unternote. Extrem lecker, wirklich. Küchenduft schlechthin. Und was haben wir hier noch? Pink Sugar und Bubblegum. So, ist bestimmt wieder ein Kindheitserinnerungsduft. Ja, aber nur ganz schwach. Also das ist kein In-Your-Face-Bubblegum. Sondern eher so eine, ja, wie eine Creme. Wie so eine, entweder ein Pudding oder eine Schlagsahne. Also irgendwas cremig, milchiges mit ein bisschen Bubblegum. Also sehr angenehm. Kann wahrscheinlich in jedem Raum düfteln. Sehr lecker. Echt 6 Pröbchen, der absolute Wahnsinn. Ja, finde ich mega. Ich muss jetzt erstmal auseinanderpuzzeln, was davon als erstes in die Duftlampe kommt. Zum Glück habe ich 2, aber das wird jetzt sicherlich jetzt gleich die Duftexplosion. Sehr cool. Freut mich sehr, dass die Bea mir so viel eingepackt hat und ich bin felsenfester Überzeugung. Spätestens wenn ich aus der Klinik wiederkomme, werde ich nochmal bestellen und mich noch ein bisschen durch das Sortiment probieren. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen mutiger, was die Custom Order angeht. Aber definitiv werde ich mir den Erdbeerduft nochmal bestellen müssen. Das ist der Oberhammer. Jo, das war mein Unpacking von Bears Wax Bakery. Ich gehe jetzt düfteln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns im nächsten Duftvideo wieder. Bis dahin. Tschüss.